So, hallo liebe Leute und herzlich willkommen hier auf Panosmoke in Twitch. Und ja, als allererstes Universe, danke für das Abo. Tom, auch dir danke für die Host und natürlich all den anderen Leuten. Auch dir Daniel, Uwe und Oka. Und auch ein Hallo, nicht nur in den Chat, sondern auch hier im TS Sprachroom. Und wer da Lust hat mitzuquatschen, einfach Bescheid geben, er kriegt dann die IP. So, also auch an euch ein schönes Hallo und wir machen jetzt hier weiter. Und zwar befinden wir uns in Peru und wir sind in dem Level Chupacabraislar oder wie auch immer. Das kann ich euch nicht genau. Chupacabra, Lea, Irgend sowas, Chupacabra. naja. Sag mal einfach Chupaca und dann Auf jeden Fall ganz crazy gerade das Level. Ich muss mal schauen, wo ich jetzt zum Schluss gespeichert habe. Ich komme nicht weiter. Das Universe, Neuer das war der Follower. Sound für dein Follow. Vielen, vielen Dank. Genau. Der Weißbot hat es auch gerade preisgegeben. So, Dankeschön. Stand ein bisschen am Schauen. Ich hoffe, du hast hier recht viel Spaß mit uns und bist immer willkommen. Meistens abends, so ab 11 rum, geht es dann hier los. Eigentlich immer im Anschluss von mir. Richtig, Also, genau. oben Das auf ist dem Schlauch richtig. stand der nicht, der Bot. Ja, Der ist abonniert Delay. ging halt auf YouTube, ne? So. Nee, der hat aber gestern auch gesponnen, der Weißbot. Ich musste zwischendurch mal Tom fragen oder dich oder wer war das, ob das nur in meinem Chat nicht mehr auftaucht oder ob da wirklich irgendwie verloren ist. Und dann kurze Zeit später hat er sich dann wieder gemeldet. Naja. Also Leute, genau. Wir müssen auf jeden Fall da hoch, wo diese eine Leiter ist, die wir sehen. Und von da können wir uns entlang hangeln, um in diese mittlere Säule, auf diese mittlere Säule zu springen. Da Ja. ist nämlich oben eine Brechstange und die brauchen wir, ansonsten kommen wir im Level nicht weiter. Aber die So. Frage ist, wie kommt man auf diese doofe Leiter? Richtig, so ist es. Denn da, wo die Leiter ist, da ist so ein Plateau da vorne, so ein Feld, wo man drüber springen kann. Und das war der Start des Levels. Allerdings habe ich bis jetzt keinen Weg gefunden, um da wieder hinzugelangen. Wir Warst du haben da da. schon mal? Ja, das ist Du der kamst von da Levelstand. ganz oben. Du kamst von Richtig, ganz genau. oben runter. So ist es. Das Aber ist du der kommst da irgendwie Levelstand. nicht mehr hoch. Nee, ich komme da nicht mehr zurück. Ich habe jetzt auch, muss ich ehrlicherweise zugeben, auf YouTube geschaut und da ist einer, der hat das gespielt. Allerdings kannte er das Level schon. Somit hat er das gleich am Anfang gemacht. Also der war nicht in der Lage, wie ich jetzt, in der Situation, dass er wieder zurückspringen muss. Und somit bin ich da wirklich jetzt recht ratlos. Seit gestern kämpfe ich hier, da irgendwie ranzukommen. Aber bis jetzt hat es leider nicht geklappt. Ja, Schau, schon ja. ganz schön Echt ein doof. schwieriger Kein Level. älterer Speicherpunkt, nehme. Also da dann eine Leiter ist, ist auf jeden Fall, du kommst da wieder hoch. Ja, Das das Problem heißt, ist nur, alles da unten drunter, das sind alle Schrägen, wo du runterrutscht. guck mal, Ja. rechts der Block von der Leiter. Genau. Also quasi direkt neben der Leiter der Rutscht da Block runter. und dann unten. Da ist so ein kleiner Block, ein Plateau, da kannst du hochsteigen. Und wie gesagt, ich denke mir auch, wenn da so ein kleiner Block ist, Ich sollte man meine, da da eigentlich re rechts, hinkommen. dann, rechts daneben der. Ja, aber da rutscht du auch runter, das hatten wir schon Du rutschst getestet. überall runter. Außer Leute, vielleicht da hoch. Wartet mal. Aber das sieht mir auch nach einer Schräge aus. Also ich würde. Wenn das Das ist da nicht das gehen würde, wäre das Schwierige. schwachsinnig. Ja. Was? Wenn das an der Stelle klappen Warte würde, wäre das mal. aber komisch. Guck mal hoch in die Ecke, aber nicht, wenn du so nah am Block stehst, genau, sondern einen Schritt. Es sieht so aus, als wäre da ein bisschen abgeast, also quasi wieder ein Stück gerade. Nee. Ja. Aber ich komme da nirgends wie hin. Time. Außer. Nee. Die andere Sache ist jetzt folgendes. Ich probier's mal. Und zwar steige ich jetzt auf die gegenüberliegende Seite. Das hatten wir gestern schon mal probiert. Hat aber nicht geklappt. Aber ich muss es nochmal probieren. Also ich glaube, ich Willst du muss dich mir wieder jetzt an der kein. Seite langhalten? Und dann versuchen, von der anderen Seite rüberzukommen. Das ist jetzt, sag ich mal, mehr oder weniger so die einzige Stelle, wo ich mir denken könnte, dass da etwas machbar ist. Ansonsten fällt mir wirklich nichts mehr ein. Aber ich teile auch deine Meinung, Uwe, wie du sagst, wenn da eine Leiter ist, muss man irgendwie hinkommen. Ja, das ist es ja. Oder? Ja. Ja. Ja.
Jetzt probiere ich's mal. Und das sind hier diese ganzen Türen. Also eine gleich hier rechts drin. Und die kann ich nur öffnen, wenn ich eben diese Brechstange habe. Das heißt, die Brechstange ist nötig, um im Spiel weiterzukommen. Die ist nicht für irgendein Geheimnis gedacht oder was auch immer. Man kann die nicht umgehen, ne? Dass man sagt, brauche ich Ach nicht. was, Layer Download. Guck mal. Lass mal runter und dann, wenn man da oben, startet man wirklich da oben oder dauert es ein bisschen, bis man da ist? Ja, Du brauchst so ein paar Minütchen. Ja, alles klar. Also so 2, 3 Minuten. du kommst erstmal auf eine Wiese, so wiesenähnlich sieht das, mit ein, zwei Eingeborenen, und da musst du was bewegen, um eine bestimmte Tür zu öffnen. Und wenn du die Tür geöffnet hast, dann kommst du eben genau an diese andere Seite raus. Na? So. Also irgendwie muss man da hinkommen. Ich mache jetzt hier einen Save Point. So. Möge uns das Schicksal gnädig sein, dass wir da irgendwie rüberkommen. Gucken, wäre doch gelacht, wenn ich da nichts finde. Da sieht so aus, als ob sie rüber kann. Oder täuscht das jetzt wieder nur? Also ich probiere das jetzt mal aus von hier. Nee, das war nix. She's dead. So, also von hier ist es nichts. Wenn dann vielleicht an der Stelle und dann aber. Moment, warte mal. Ja, das ist so ein bisschen so kugelig, darf sie da rüberkommen? Das glaube ich nicht. Wobei, wir probieren es mal. Das sieht näher aus als wie die andere Seite. Selbst im Walkthrough wird am Anfang geschrieben, dass man sich die am Anfang holt. Oh toll, das ist ja geil. Ne, ich gucke einfach mal, wenn ich da bin. Da kann ich mich besser umgucken, weil mit dem Delay ist das schlecht. Ja, Ja. jetzt bin ich wieder unten gelandet, das ist nichts. Ich hätte gedacht, dass die eventuell einen Tipp schreiben im Walkthrough, wenn man am Anfang das nicht da direkt macht, ey, aber naja. Also was mir vielleicht noch hier irgendwie einleuchtet, dass man versucht, hier an die Stelle zu kommen. Die seht ihr gleich, das ist da, wo die Leiter ist. Aber die sieht so ein bisschen krumm aus. Und ich habe versucht hinzugehen, aber es hat auch nicht funktioniert. Oh, jetzt habe ich mir gespoilert, schön. Was hast du gespoilert? Ich habe mich selbst gespoilert. Warum hast du das Ich habe in den Walkthrough reingeguckt, ob man da eventuell noch einen Weg hat, dann dahin ranzukommen, weil die schreiben direkt am Anfang mit der Crowbar. Und da kann man sich auch nicht festhalten. Ach, Mist. Das wäre echt schwachsinnig, wenn man wirklich das am Anfang erledigen würde. Ich kann mir das nicht vorstellen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Typ das wirklich so gemacht hat. Ich meine, man hätte irgendwo was gelesen oder beziehungsweise irgendwie was gehört. Okay. So, jetzt bin ich unten. Jetzt warte mal, wenn ich da runtergehe. Vielleicht kann ich von der Stelle irgendwie runterspringen, um von da entlang zu laufen. Das ist nix. Da ist auch so eine Plattform. Die sieht aus, als ob sie begehbar ist. Aber sie ist viel zu weit weg. Ich komme da nicht hin. What the hell? Wahnsinn. Außer es gibt hier irgendwo noch einen anderen Weg, wo man da wieder hinkommt. Nicht wundern, wenn ich schieße. Ihr wisst Bescheid, ich habe keine Fackel mehr. Moment mal hier. Nee. Ah, doch. Stopp, was ist das? Nee, hier komme ich wieder an die Dörfer. Vielleicht ist das hier ein Weg. Was ist das? Oder laufe ich gerade wieder zurück? Nee, bin ich zurückgelaufen. Ich komme jetzt hier wieder an diese Dorfhäuschen. Und vielleicht ist das hier eine Möglichkeit, wieder zurück an den Anfang zu kommen. Also vielleicht führt uns dieser Weg wieder direkt an den Anfang. Das könnte sein, Leute, wisst ihr warum? Weil, wenn ich mich nicht täusche,
Geräusche sind wir anfangs hier erstmal reingekommen. Oder bringe ich jetzt was durcheinander? Moment, da ist auch was. Also am Anfang ist gar nichts, außer das große Tor. Wie am Anfang da, ist wo gar man, da, wo man startet. Oh, ich glaube, ja. Ist nur noch dieses offene große Tor. Ansonsten ist hier kein Weg, wo man eventuell zurückkommen könnte von irgendwo. Wirklich nicht? Hier gerade um. Oh mein Gott. Ich habe jetzt hier nochmal einen Durchgang gefunden. Warte mal. Also wenn das so ist, heißt das... Oh, das ist leider schwierig. Wenn das so ist, suche ich einfach einen Glitch. Oder du musst neu starten, das Level. Hätten die nicht einfach dann, wenn sie sowas schon haben, dann schreiben können, achtet am Anfang darauf, dass ihr euch direkt die Brechstange holt. Ja. Also Leute, ich finde es ziemlich, sorry, aber ein bisschen, heftig, wenn du sowas machst, wenn du so ein Level baust, aber da keinen Weg zurück, Ist er dann auch wieder so halb fertig? Ja. Moment, jetzt bin ich hier wieder an irgendeiner Stelle rausgekommen. Wo ist das hier? Wo bin ich denn hier? Großer Gott. Okay. Ach, ganz woanders. Nee, das war nix. Ja, hättest du jetzt noch eine Fackel, dann hätte ich sofort gesagt, Fackelwand, Cornerback. Ah, okay. Ja gut, es gibt Möglichkeiten, sich einen Dietrich zu besorgen, so ist es nicht, ne? Das wissen wir alle. Das funktioniert ja gar nicht. Hä? Geht nee, hier nicht. Ups, ui. Da hat der echt drauf geachtet. Auf so eine Scheiße achtet der, aber auf den Rückweg sorgt er nicht. Ja. Kann das nicht glauben, Leute. Also, das entzieht sich irgendwie meiner Logik, dass man ein Level baut, aber dann wirklich keinen Weg zurücksucht für etwas, das eigentlich essentiell ist, dass für Spiel unabdingbar ist. Ja, ich habe beim Walkthrough, selbst im Walkthrough steht nur am Anfang direkt, dass man sich die holen soll. Da steht jetzt nicht bei irgendwie später eventuell, dass man diese nochmal nachträglich holen kann. Ja. Also das ist schon ein bisschen crazy. Das ist einfach schlecht für mich. Ja. Wenn dann so ein Level findet, würde ich gar nicht bewerten, weil er für mich einfach unfertig ist. Ja, richtig, ja. Drum wundert es mich, weil Tom meint auch, der hat recht gute Bewertungen gekriegt und er kann sich auch nicht vorstellen, dass so ein Level... Ich glaube, auf Mittel steht das so. Medium auch. Von der Schwierigkeit her. Direkt am Anfang dann so ein... Ja, das ist ja mal Käse, ey. Ja, das ist wirklich Käse. Kann nicht sein, dass die alle Spieler bisher am Anfang immer direkt an Dieter geholt haben. Nee, das musst du doch wissen. Du kannst es, Du kannst dich deine Finger riechen, um zu wissen, dass da oben eine Brechstange liegt, die du unbedingt brauchst. Auch, sag ich mal, wenn du das beim Flyby siehst, ja. Weiß nicht, also ich würde da nicht sofort schauen, dass ich erst auf die Plattform da schaust, ja. Richtig, ja, du schaust, dass du erstmal irgendwie ins Level kommst. Selbst Tom hat ja gesagt, als du da runtergegangen bist, dass er eventuell da oben was gesehen hat. Ja. Da war sich ja selber nicht mal sicher, ob da wirklich was war. Ja, eben. Ja, ist so, boah. Ich glaube, da kommt so ein Flyby-Szene und da siehst du das, ne? Ja. Dass da irgendwie was liegt, wenn ich mich jetzt recht erinnere. Aber, also das ist jetzt echt heavy. Ja. Hätte ich es so nicht erwartet. Glaubt nicht. Also Uwe, da ist kein Weg, meinst du? Überhaupt nicht. Nirgendwo, das darauf hindeutet, dass man da zurück könnte. Hey. Am Anfang ist nur halt dieses große Doppeltor halt, so wie auch da, wo du das Zahnrad einsetzen musst. Mhm. Jetzt drei Tore oder zwei Tore oder wie viel das waren, so eins steht halt noch am Anfang. Das war's. Ansonsten ist nichts. Nichts. Das kann doch nicht sein. Bin ich jetzt echt etwas enttäuscht, muss ich sagen. Ja, total. Dabei war das doch, das Level an sich war bisher gut. Ja, eben, ne?
Ja, aber dann sowas, ey, so ein Riesenfehler. Boah. Ja. Außer es ist wirklich so, man kann irgendwie doch in diese Leiter zurückspringen. Ja, aber wir hatten ja eigentlich schon alle Möglichkeiten getestet. Ja. Wenn da wenigstens eine Plattform unten wäre, wo man draufstehen könnte, richtig. Aber du rutscht ja überall runter. Ja, eben. An der Seite kannst du dich auch nicht lang halten, weil du da gar nicht drankommst von der anderen Seite. Ja. Komisch. Geht's denn hier lang? Keine Ahnung, mal schauen. Was ist denn das? Und jetzt nochmal ein Hebel. Uwe, geh mal spring mal von dieser Plattform runter. Aber du kannst ja schau mal schauen, ob da mal irgendwie doch an diese Leiter rankommt. Vielleicht übersehe ich was. Also, mir leuchtet es beim besten Willen nicht ein, dass der Typ da was vergessen hat einzubauen. Und etwas, das eigentlich fürs Spiel, wie gesagt, also von Wert ist. Runter. Moment, hier ist noch ein Eingang. Ne, das war nur diese Box hier. Was haben wir hier gemacht? Die habe ich hier bewegt. Soweit ich die Lösung verstehe, ist die Brechstange wirklich nur für ein Secret? Ja, genau, das war jetzt, was wir gestern da kleinen Blocks, die Wegbeschreibung, was wir gestern gelesen haben. Pick up the revolver ammo and the medipack, then climb up the follow outside. Es könnte mitunter das Secret sein, aber da sind auch so viele Türen, die geöffnet werden müssen. Es war hier nicht nur eine. Das ist einmal da, wo die Leiter ist. Da ist eine Tür. Und im Level waren ja mehrere Türen verteilt. Aber ich wüsste jetzt ohne die Brechstange auch nicht weiter, wo man sonst hin kann. Sagt sie No, wenn du Aktion in die Tür drückst? Ja, sie sagt No. Also kannst oder hat sie muss das jetzt was heißen, ob es ein Geheimnis ist Selbst oder nicht? mit dem Glitchen bin ich hier überfragt. Also hier sind wir rein und da sind wir ins Level reingelaufen. Mal hier lang. Dann hier hoch. Ups. Und hier ging es dann weiter. Oh no, bitte. Das kann doch nicht sein. Die Leiter ist nur dafür da, dass man runterkommt, ohne Schaden zu nehmen. Also man kann da nirgendwo hochklettern. Der hat auch alle Glitch-Möglichkeiten hier verbunden. Da könnte noch was. War ja dann extrem schlau von den lieben Herren. Also ich komme da nicht zurück, das kannst du vergessen, das siehst du selber. Das funktioniert nicht. So ein Mist. Oh. Ah, okay.
sind noch im Wasser gelandet. Ja. Ja, mir bleibt jetzt nicht viel, außer wieder zurückzuladen. Und an, zurückzulaufen in das Dorf, also in diese Scheune rein, aber da komme ich auch nicht weit. Moment, wo waren wir? Hier irgendwo, da sind wir wieder im Dorf, oder? Ja, da sind wir wieder genau an der Stelle. Mal schauen, dieses Sonnenemblem habe ich eingesetzt. Ja, okay. Hm. Uwe, hast du mal die Brechstange an der Tür probiert? Ist dort wirklich nur ein Secret? Ich bin noch gar nicht, ich bin nur am Anfang des Levels und versuche gerade einen Weg nach oben zu finden. Ich habe das Level noch nicht gespielt. Okay. Nee, der Tom fragt, ob du da die Brechstange schon geholt hast. Die Brechstange habe ich noch nicht geholt. Okay. Weil er meint, man könnte. Oh Gott, wo bin ich denn da? Man könnte da vielleicht sehen, ob das, ob diese Tür wirklich nur ein Geheimnis ist oder. Ja, mal gucken, ob ich da hinkomme so schnell. Also wenn es ein Geheimnis, nur für ein Geheimnis wäre, dann ist vielleicht, dann ist es verständlich. Dann kann man sagen, okay, ja, das Geheimnis, das weißt du jetzt. Und beim nächsten Mal, wenn du es zockst, nimmst du es halt mit. Ansonsten ist es unverzeihlich. Sind wir hier an der Stelle? Da. Da ist die Leiter. So 3-4 Block weit, ne, kann man ja nicht mal hangeln. Wo geht's denn da zu der Tür? Da wo die Doppelleiter ist. Du siehst eine Doppelleiter. Doppelleiter und dann oben durch das große Tor. Warte, das zeige ich dir gleich. Ich muss selber mal schauen. Unter dem Tor sind zwei Türen. Und die linke davon kannst du öffnen. Aber ich glaube, bei dir steht noch eine Säule davor, oder? Kann das sein? Ja. Ja, die musst du erstmal irgendwie runterkriegen. Da gibt es irgendwo einen Hebel dazu. Wahrscheinlich über den Raptoren. Ja, es kann sein. Ich weiß nicht. Schau mal nach. Da sind einige Hebel verteilt, ja. Das könnte sein. Weißt du, wenn es. Das würde mich jetzt echt brennend interessieren, ob es nur ein Secret ist, wo man sagen kann, okay, passt. Okay. Ich laufe wieder zurück ins Level rein. Mal sehen. Solange du suchst, suche ich auf der anderen Seite. Also, alles klar. Ja, ich komme jetzt echt vorher, weiß, ups, was macht sie denn? Also es ist echt sehr unübersichtlich, das Level, muss ich sagen. Auch wenn es mir sehr gut gefällt, ne? Also so wie das gemacht ist, aber es ist interessant, das will ich sagen, aber sehr, sehr unübersichtlich. Die Tür kann man einfach so aufmachen. Wie bitte? Die Tür kann man einfach so aufmachen, da hinter der Säule. Die, da an der Doppelleiter, oder was? Ja. Das habe ich doch gestern probiert, das funktioniert nicht bei mir. Ich dachte, die kann man aufmachen. Nein, dazu brauchst du eben die Blechstange. Ach, die. Okay. Mhm. Ich dachte, du redest jetzt von der Tür im Dorf. Nein, nein, da musst du was bewegen. Da musst du so eine Säule bewegen und die macht dann die Tür auf. Oder meinst du wieder eine andere Tür? Meinte jetzt gerade die Tür in dem einen Haus. Ach so, ja, die glaube ich, kannst du so aufmachen. Das stimmt, ja. Da brauchst du nichts Spezielles. Aber da sind überall irgendwelche Hebel in diesen Häusern. Und je nachdem kannst du dann. Erstmal gucken, wie ich da an die Doppelleiter komme. An die Doppelleiter, ja, das. Da kannst du herum. Da sind so ein paar
so ein paar Schrägen und manche von denen kannst du da entlang rutschen, da kommst du an eine bestimmte Stelle, wo du dann einfach nur noch hochklettern musst. Christian, hi! Hi Christian! Hi Christian! Cool, dass du einschaltest. Ja, wie du siehst, wir kämpfen uns immer noch hier weiter. Das Level hat's echt in sich. Da kann man hoch. Okay. Muss mal schauen. Ach, Moment. Nee, da kann ich. Das bringt mir nichts. So, und das ist die Tür. Ja, Crowbar. Ah, dann wäre der Hebel ja. Es kam irgendwelche Musik. Es ist ein Secret. Ist nur ein Secret. Ist nur ein Secret? Ja. Ein stinknormales Secret. Okay. Da ist ein Metallgitter. Den Wasserfall. Mhm. Warst du wahrscheinlich schon, ne? Ja. Ja. Ja, nö. Nur Secret. Okay, dann wäre die Frage zumindest geklärt, dass die Brechstange nicht wirklich. Oh, gut. Pfadfinder-Tat erledigt für heute. Danke, gell? Kein Ding. So. Immer wieder gern. Kennst du doch? Ja, natürlich. Ups, okay, Moment. Hier. Auch die einzige. Okay, alles klar, Tom. Das ist auch die einzige Stelle, die ich in der Crowbar in der Lösung gefunden habe. Okay, dann ist es wahrscheinlich nur die Brechstange. Dann stellt sich jetzt nur die Frage, wo geht es weiter? Mhm, das ist jetzt natürlich die nächste Frage. Kannst du nicht mal eine Lösung gucken, Tom? Mhm. Also mich würde es wundern, was in diesem Haus ist, wo sie immer aufs Feuer schaut. Vielleicht kann da mal jemand einen Blick werfen. Als weiter im Text war noch was. Skeletons. Okay. So, little real. So, mal ein Save Point hier. Das ist das. Dings, Little Wheel ist ja das kleine Zahnrad, ne? Mhm, genau, das brauche ich auch noch, ja. Okay. Okay. Naja, hier war da noch nichts, oder? Hast du schon die Shotgun gefunden? Die hat er, glaube ich. Die habe ich, ja. Die Shotgun, ja. Okay. Ja genau, die habe ich, ja. Ah, der ist Shotgun Ammo. Hat man den Golden Disc hast du aber, so. Genau, da habe ich Revolver auch. Okay. Hast du was? Go back to the switch room. Hebelraum? Ja, hast du einen Hebelraum gefunden? Ja, da gibt's einige Hebelräume. Ja, also nicht nur einen Hebel, sondern müssen mehrere sein. Okay, was soll ich da machen? Das ist, um die Plattform zu senken. Die Plattform habe ich schon gesenkt. Ich bin da schon mal vorbei. Ach so, ah, ja, okay, ja, gut, ja. Ja, danach hatte ich jetzt geguckt. Nee. Okay, das hast du gemacht. Hast du die Fackel eingesammelt? Mhm, habe ich auch geholt, ja.
Also ich bin schon drüben am Dorf, also in ganz anderen Ecke schon. Was ich jetzt brauche, ist eventuell eine Fackel, ob da irgendwie ein Ja, Spieler eine. Torch ist die Fackel. Torch ist Und doch wo soll Fackel, die oder? sein? Ja, wo soll die sein? So, bla bla bla, warte mal. Switch. The East Gate opens, wenn du die Dings, ne? Ja, also das Das hast hätte du mich jetzt. offen. Run up the Ja. stairs and safety. Drop down towards the next opening. Ach so. Ahead a deep. Weiß mal, weißt du was, Daniel? Ich poste jetzt mal was ganz Langes im Panos-Chat. Oh, Ja. war Christian, ja, das ist da, Oh, das alles ist, klar. das, da war die, okay, da war Jetzt die weiß ich, Schrotflinte, ja. kannst du dir ja jetzt. Bosch ist eine richtige Fackel, nicht die aus dem Inventar. Richtig, ja, meine ich ja. Ja, genau. Ja. Okay, the East Gates So. Ich opens. glaube, die Nachricht war zu lang. Nee, also ich kann sie lesen. Ja, nein, die Nachricht war zu lang, weil Deep Rue am Ende. Ach so, okay, jetzt. Ich weiß, was du meinst, okay. Aha. Das ist jetzt ab da, wo du die Dings draufgesetzt hast, ne? Aha. Warte mal, wo die Stelle jetzt aufgehört hat zu kopieren. Warte mal, wo waren wir hier? Ja, da bin ich jetzt wieder direkt in diesem Raum drin, wo sie aufs Feuer schaut. Okay. Sag mal, Wie wo man, sie dass du ist. da das Feuer mit der Fackel entzünden musst. Richtig, genau. Und jetzt muss ich schauen, wo diese Fackel ist. Also nochmal. The east gate opens, so go over there, run up the stairs and safe to drop down through the next opening. Wenn ich nur wüsste, welches Tor gemeint ist. Ja, das ist ja so die krönende East Preisfrage. Gate, Osten. East Gate, Ja, ja. aber Osten ist schon klar, Ja, aber klar. Also, ist ja nicht du gerade bist, klein. ja. Also wir stehen schon mal östlich, glaube ich. stell dich einfach mal in die Mitte, also da, wo du gerade eben warst, auf diesem komischen braunen Podest, und dann guck mal auf den Kompass. Du guckst gerade nach Westen, also hast eben nach Westen geguckt. Genau. Und ich muss nach Osten gucken. Also, dann schauen wir mal hier. Aber ob es hier die richtige Stelle ist, weil das Spiel ist ja recht weitläufig. Okay, Osten. Ja. Dann müsste es, wenn es richtig ist, dann dieses Tor hier sein. Okay, dann schauen wir mal weiter. Ahead is a deep gap and you need to cross to the other side. Stand close on a north wall in front of the horizontal pole. Run, jump and grab while pressing the forward arrow. This will cause you to swing as a gymnast. Does give you power to land safely on the left lower. See on opposite ledge. When it's done, find the east opening and catch the zip line to cross the next deep rue. Rue, was? Was kommt da noch? Na, warte. Also ich glaube, er meint das hier. Und zwar, so wie wir jetzt hier reingekommen sind, wenn ich es richtig verstanden habe, sollen wir nach links da unten laufen. Also da unten. Ich finde diese behinderte Stelle. Das heißt hier runter. Und dann dagegenüber. So habe ich ihn jetzt zumindest verstanden. Ich weiß nicht, ob das auch stimmt. Aber so habe ich ihn jetzt verstanden. Denn er Das meinte. gegenüber. Ha? Er hätte es voraus, also gegenüber dann, ja. Ja, er meinte rüberspringen über einen großen Graben und das ist hier der größte Graben, einen größeren gibt's nicht. Ja. Und dann links aufkommen wie ein Sportler und dann sich so ein bisschen fallen lassen. Das müsste hier die Stelle sein. Was anderes würde mir jetzt so nicht einfallen. Könnte gut sein. Ja. Und hier dann nochmal nach Osten schauen, da ist irgendwo ein Eingang, beziehungsweise irgendwo
Warte mal, was ist denn diese Ecke da oben? Deep room. Then release and grab to land inside. Ein tiefer Raum, ja. Ich glaube, wir sind hier richtig, wenn ich mich nicht täusche. Schauen wir gleich. Also einmal hier rüber, das heißt, da müssen wir rüberspringen. Run and jump over there and was? Immediately. Ich weiß nicht, wie es ausgesprochen ist. Ja. Jump forward to grab the opposite climbable wall. Okay, ich schätze mal, er meint die Stelle da drin. Das könnte ich mir so vorstellen. Moment. So aus, ja. Die Ecke. Ja. Dann da hochziehen. Einmal so, und hier. Dann... Also hier. Entweder hier, aber hier war ich schon. Hier nicht zum Gitter, sondern hinten in die Ecke. Also genau, da rüber. Oder? Warte. So, warte. Also vielleicht meint er hier, hier war ich noch nicht. Falls du hier noch was meinst, weil die anderen Stellen war ich schon alle halb abgesucht. Ja. Climb up to the top, pull up, onto, was ist denn onto? The slope. Onto. Ach, hier meint er wahrscheinlich, warte, weil hier oben könnte was sein. Then okay. Backflip to reach the ledge behind you. Leiter hinter dir. Leiter, ja. Moment mal, bevor ich da lang laufe, schaue ich mal, was hier überhaupt ist. Nee, also hier. Ja, die Leiter ist die da oben. Pull the switch to lower a block in a wall. Nee, das ist nicht richtig hier. Wir müssen schon auf die andere Seite rüber, glaube ich. Ich weiß bloß nicht, ob man jetzt da hochkommen kann. Dürfte möglich sein, schon mal. Leider so viel. Ich poste es einfach mal. Ja. Oh Gott, ja, im TS sieht das nicht besser aus. So, also wenn, dann hier. Aber ich sehe hier keine Fackel, die hier irgendwie rumliegt. Ne. Okay, hier ist es schon mal nicht. Dann doch runter in die Ecke. Richtig, müsste eine Leiter sein, ne? Mhm. Ja, Ledge. Leiter. Hier muss die runtergehen, ne? Ledge ist eine Kante. Ah, eine Kante, okay. Ladder ist die Leiter, ja. Genau. Ja. Umgelernt. Müsste ich eigentlich wissen, Ladder, weil bei Diablo 2 kam ja alles halbe Jahr Ladder-Modus, wurden alle Leiter-Charaktere resettet. Dann konnte man neu anfangen. Tja, So, also da muss irgendwo ein Block tiefer ein Hebel in der Wand sein. Ja, das ist dann da gegenüber, wenn ich jetzt hier richtig stehe. Wenn ihr wirklich richtig steht, seht ihr, wenn das Licht angeht. Oder der Pano stirbt. Ja, danke. Ja. So, jetzt warte mal. Kannst ja mal anders machen. Hier, da hat den Link ins TS. Da kann Daniel da gucken und da ist ja hier so wunderschön blau untermalt. Torch, der Absatz mit Torch. Da ist das mit dem Hebel in der Wand. Weiß nicht, ob hier irgendwas ist, wo ich nichts sehe. Ups. Der Link aber schön kopiert, da fehlt noch ein L am Ende. Nein, HTM steht oben. Du noch HTM? Ja. Cool. Ist nichts. Pull the switch to a lower block in a wall you cannot see from here. Now simply jump into the water and below and swim south. Also nach Süden schwimmen. Mhm. Vielleicht mal speichern. Dann climb the ledge above the tunnel into the central structure. Look for the opening in the south. Oh, warte mal, falscher Absatz? Nein, doch richtiger. Also hier bin ich nicht richtig. Nee.
Draußen in dem großen Raum, kann man da ins Wasser springen? Nee, da ist kein. Ist das ein Graben oder was? Ja, in dem. Runter halt, wo du eben drüber gesprungen bist. Naja, der Graben, der hat Wasser unten, ja. Ja, dann spring nur mal da rein und guck. Okay. Was denn für eine Frage, Universe? Moment, was ist da unten? Ne, da liegt auch nichts. Speicher mal und dann spring mal runter ins Wasser und guck mal dann. Ja. Sobald Daniel den Absatz da gefunden hat. Ich hab ja jetzt nicht alles vorgelesen, mein Englisch ist ja nicht gerade das Beste. Wenn ich meinen PC kaufe, wie viel Speicherplatz soll ich nehmen? Also, kommt drauf an, bist du ein leidenschaftlicher Zocker und hast sehr, sehr viele Spiele? Dann empfehle ich mehr Speicherplatz. Aber normalerweise, wenn du jetzt, normalerweise spielt man Spiele jetzt nicht. Normalerweise spielt man Spiele durch und löscht sie dann. Irgendwann. Was sollst du denn so machen wie ich? Ja, eben. Also. Ich habe 1 Terabyte, aber mir reichen eigentlich locker 500 Gigabyte. Je weniger natürlich, desto besser, weil du ja den Preis damit noch senken kannst. Nee, du musst dich an der Kante rausziehen. Cannot see from here. Now simply jump into the water below and swim south. Also nach Süden schwimmen. Okay, lass mal schauen. Okay, hier nicht. Und dann climbs the ledge, also no. Die Kante above the tunnel into the central structure. Also da muss irgendwo eine Kante in der Nähe von dem Tunnel sein, wo du dich hochziehen kannst. Hier geht's in den Tunnel rein, aber da war ich auch schon. Ja, nicht rein, also ich weiß nicht. Also da sind wir. Above the tunnel ist bevor also dem Job. Über dem. Genau, über, oberhalb. Oberhalb vom Tunnel. So. Okay, hier kann ich sowieso nirgendwo raus, weil das alles Schrägen sind. Da müsste dann eine Öffnung in der Südwestwand sein. Es ist noch eine Öffnung, aber da komme ich nicht rein, da ist ein Gegenstrom drin. Hier. Ja, nicht unter Wasser. Die einzige Stelle, wo ich mich hier hochziehen kann, ist die hier. Und da ist auch diese Leiter, von der ihr gesprochen habt. Aber hier ist nichts, hier war ich schon 100 Mal. Oh. Also diese Öffnung bei der südwestlichen Wand, da muss man... Sprung machen von der Westseite aus. Moment, ja, jetzt stehen wir hier östlich. Und da ist die Leiter vor mir. Ja, dann reichen locker 500 Gigabyte. Vielleicht sogar 250. Weiß nicht, Minecraft ist jetzt auch nicht so das größte Spiel. Ark. Uwe, Ark. Minecraft ist aber Java und Java ist Kacke. Ja, das hat ja nichts mit dem Speicherplatz zu tun, oder? Dann nicht, aber mit PC selber. Ja. Das ist Kronk-Probleme manchmal. Ja. Also ja, Rainbow Six, bin ich im Mann, Rainbow Six, oder? Rainbow Six und dann, keine Ahnung, wie die Teile da alle heißen. Ark, klar, Minecraft und vielleicht BO3. Da kommst du, wenn's hochkommt, auf 100 Gigabyte. Bisschen mehr würde ich aber einplanen, weil das Betriebssystem frisst ja noch ein bisschen. Ja. Und dann halt noch, wenn du wirklich neue Spiele bekommst. Also 250 solltest du eigentlich locker mit hinkommen. Sollte reichen. Zur zu Not kann man sich auch eine externe Festplatte holen. Ja. Ah, guck mal, jetzt hast du... Ach nee, das ist jetzt nicht die Öffnung. Ich weiß nicht, ob das hier damit gemeint ist. Aber woanders könnte ich mir jetzt nicht vorstellen, was ist vielleicht... An der Südwestwand. Dreh mal die Nadel, lass die nach Süd... War doch Südwest, ne? Ja, Süden, ja. In Südwesten soll die Öffnung in der Wand. Dass die rote Nadel nach Südwesten zeigt. What? Wenn du dann noch in dem Raum mit dem Wasser bist. Ja. Und dann kannst du ja gucken, Richtung, ob du da irgendwo eine Dings siehst.
Ja, das ist die Ecke, was sie gemeint hat, aber da war ja nichts. Also das Level, das bringt mich zur Verzweiflung. Aber ich bin inzwischen jetzt schon so ehrgeizig, dass ich es unbedingt finden will. Also aufgeben tue ich jetzt nicht. Ja. Ganz einfach, Pano. Wenn du bis gleich, jetzt, Universe. Bis gleich, Universe. Wenn du jo, beim PC ausschließlich mit, beim PC ausschließlich mit einer SSD betreiben. Oh, bestimmt, weil du kannst ja Betriebssystem und so alles kannst ja alles auf die SSD machen. Aber die Frage ist, wie lange hält die SSD dann? Jetzt warte mal. Da unten, ich nehme jetzt mal das Fernglas. Weiß ich nicht, Tom, so gut kenne ich mich mit Computern nicht aus. Partitionieren? Ja, auch eine gute Sache. Partitioniere funktioniert gleich. Jetzt das, was ich sagen sollte. Solltest du heute nicht die das finden, können wir ja morgen Mittag mal gucken, wenn du da bist. Wenn ich von der Arbeit komme. Keine Ahnung, dass du mir mal die Safe Games irgendwie hochlädst von dem. Und dass ich dann auch mal mitgucke. Ich habe keinen Bock, das alles da zu spielen. Ja, kein Thema. Ich bin morgen Mittag auf bei einer Freundin eingeladen, aber nur wenn das Wetter gut ist. Die hat so einen Schrebergarten. Müssen wir mal schauen, aber ich komme dann wieder nach Hause. Schau mal da, da liegt da was. Ja, es ist Revolver-Munition. Ja, ne, ist Munition, oder? Das ist ja, Munition nur. Aber da hinten ist noch ein Eingang. Ne, da waren wir schon. Dahinter, in dem Gitter, also da wo die Revolver-Munition liegt, da ist auch irgendwo Dings, das Secret hinter der Anfangstür. Wo ich. Das Secret mit der Brechstange, weißt du? Ja. Und da ist nochmal eine Plattform. Aber da liegt auch nichts. Welche ist denn jetzt die Südwest? Nicht das jetzt. Weite. Also hier West. Sind wir west. Östlich sind wir hier. Warte, siehst du gleich. Südwest. Ja, das ist schon die Richtung, wo wir waren. Jetzt Nordwest. Ich glaube, es ist schon diese Ecke da vorne, wo wir gewesen sind. Aber, also das ist auch Südwest. Südwest ist... Ich schau nochmal hier rein. Moment. Die Wand, wo du dran stehst. Gegenüber. Doch, ist der, da, wo du dran stehst, da müsste irgendwo noch... in der Wand sein, wenn ich das nicht wieder falsch deute. Also da ist aber auch nichts. Das ist ja das Problem an der Sache. Wenn man irgendwo schon ist und dann im Walkthrough die richtige Stelle finden will, das ist immer problematisch. Ja, ja. Okay, ich laufe jetzt nochmal hier rein. Okay, was ist das? Nee, das ist auch der Raum mit den ganzen Schrägen. Ich meine Fackel, wenn die mir vor die Füße... Ich bin das alles schon gelaufen, die hätte ich doch sehen müssen. Look for the opening in the southwest wall. Da bist du ja. Take an angled jump from the west. Grab. And pull inside. Unglaublich. Einen gewinkelten Sprung. Vielleicht muss man. Vielleicht meint er ja jetzt hier diesen Raum, wo du jetzt drin bist. Ja, der Raum mit den Schrägen, das könnte hinkommen, ja. Jetzt bist du ja wieder. Nee, ich gleich geh wieder rein. Und da ist eben auch diese Leiter, wo man diesen Rück, von dem du vorhin gesprochen hast, diesen Rückwärtssprung machen kann. Aber da war ich auch schon, da bin ich überall gewesen. Okay, ich probier's nochmal. Schwierig, schwierig. Ja, sieht nicht so einfach aus.
Ach Mist. Komm, das probieren wir nochmal. Wahrscheinlich kann man verschiedene Sachen in unterschiedlichen Reihenfolgen erledigen. Ja, das sieht mir auch so aus, ja. Das läuft auf jeden Fall nicht linear. Also das auf keinen Fall. Nein, komm, 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 komm. Puh. Ob das jetzt funktioniert? Komm. Nein, falsch. Mist. Warst du da schon mal, wo du jetzt gerade über dich... Okay. Ja, aber da habe ich nichts gefunden. Ich schaue jetzt eben nochmal hin. Vielleicht habe ich irgendwas übersehen oder so. Ich weiß es ja nicht. Ach, Mann. Mein Lader. Na, ja, das wird jetzt nicht funktionieren. Okay, ich muss anders springen. Moment. Oh Mist, ich hasse das. Warum kann sie nicht anders springen? Komm jetzt. Ja, genau. Fall ins Wasser rein. Oh Mann. Warum sie nicht anders springt? Weil du in der Luft nach rechts lenkst. Das heißt, sie ist höher auf der Plattform, guckt quasi nach oben und deswegen rutscht sie rückwärts runter. Wenn du ein bisschen nach links drehst, ja, dann nur wirklich einen Hauch nach links, ja, dann rutscht sie vorwärts runter. Wenn du dann abspringst, kannst du die Leiter greifen. Okay, warte. Ja, das geht auch noch um Back, halt in der Luft die Rollentaste drücken, dass sie quasi den Backflip macht, wenn du da unten schon, wenn du da unten dran hängst. Ja, das habe ich probiert, das funktioniert aber nicht. Oder ich mach's falsch. Mach's wahrscheinlich falsch, weil es ist zwei Block weit, das sollte eigentlich funktionieren. Ja. Hm. Oh, das kannst halt, wenn du ein bisschen nach links lenkst. Ja, jetzt habe ich es. Okay, ja, jetzt habe ich es. Aber trotzdem, die Rolle hat funktioniert, sie ist aber ins Wasser gefallen. In der Luft drin, wenn du hängst. BB Universe. So, ich sag mal allen gute Nacht. Ich hau mich jetzt in die Falle. Ja, schließe ich mich an. Ich werde jetzt auch gehen. Okay, ich wünsche euch gute Nacht zusammen. Wie gesagt, wenn du es nicht findest, wir können ja morgen mal gemeinsam gucken. Das auf jeden Fall, ja. Das mach mal. Irgendwie muss es hier weitergehen. Ja, sorry. Alles klar. Macht's gut, alle zusammen. Ja, schlaf gut. Ich geh auch mit. Ja, ciao. Daniel, ciao. Na, bis dann. Ciao. User disconnected from your channel. Ups. Die Rolle hat funktioniert, aber sie ist im Wasser gelandet. Ah, Leute. Das kann doch nicht sein. Echt unglaublich. Mist! So, Moment, jetzt machen wir es mal hier und jetzt wieder. Ah, nein, nein, nein. Spring mal auf die Schräge vor dir. Das reicht nicht. Die ist viel zu weit. Das habe ich auch schon mal probiert. Die ist doch nur fake. Ja. Ich habe mir gestern auch ein bisschen schwer getan, aber auf jeden Fall ging es irgendwie dann doch. Ja. Ja, komm. Nein, nein, nein. Bitte wieder Schwimmvorgang. Ja. Genau, das ist der TeamSpeak Universe. Komm, Lara, komm, komm, komm. Ja! Nein, ein Millimeter davor, nein! Was ist hier mit TS? Universe fragt, was das heißt, disconnected from your channel.
Ah. Du hörst doch immer, wenn jemand sich aus dem Chat verabschiedet. Ja. Das ist normal bei TS. Das darf doch jetzt nicht wahr sein, ohne dieser eine Sprung. Oh nee, bitte. Lara. Du hast schon alles Glück, ne? Nee, also hier bin ich nicht wirklich vom Glück betucht, das kannst du nicht sagen. So war das Argument, dass du immer irgendwie vorbeispringst oder sonst irgendwas. Ja, ja. Das sind wirklich, also, Millimeter-Sachen jetzt gerade, ne? Ja. Ja. Nein, Mann, was machst du? Ich schiebe ein bisschen nach links, weißt du, damit sie nicht wieder vor rückwärts hinspringt. Und genau das haut mich dann wieder weg. Komisch, gell? Einen Tag funktioniert es wie nichts. Ja. Wie aus der Hand. Und am nächsten Tag stehst du davor und fragst dich, warum das nicht mehr geht. Ja. Manchmal machen wir es so. Weil jetzt sitzt dagegen laufen wahrscheinlich. Komm. Nein, das ist unglaublich. Unglaublich. Oh. Komm jetzt. Was soll das? Komm. Ja. Hast du geschafft? Puh. Ja, Gott sei Dank. Das war aber eine schwere Geburt, oder? Ja, und wie? Ich weiß nicht, vielleicht ist da hinter dem Wasserfall was. Warte mal. Ja. Ich werde da mal speichern. Ja. Und mal schauen. Aber das war ganz knapp, ne? Ja, sehr knapp, das stimmt, ja. Wenn schon noch weiter nur links und es hätte nicht funktioniert. Ja, ja, richtig, genau, das war echt im letzten Moment. Jetzt lass mal schauen. Vielleicht ist da. Mir kam es so vor, als hinter dem Wasserfall was wäre. Zumindest jetzt beim Springen sah es irgendwie so danach aus. Ja. Tom. Aber du vorher speichere, bevor du was machst. Hab ich, ja. Okay, jetzt warte. Ups. Schau mal. Nee, da ist nichts in dem Wasserfall. Über was spielst du das? Über X-Padder? Nee, das ist noch Joy2Key. Ah. Ja. Also das läuft jetzt wieder. Ich weiß nicht warum. Tomb Raider 1 geht nicht, aber Tomb Raider 4 geht. Ja. Warte mal, hier noch. Ja, richtig, ich habe das hier alles auf X-Padder umgesetzt. Eigentlich hätte ich auf X-Padder machen können. Aus Ding. Ja. Aus Gewohnheit. Ja. Okay. Wenn du es richtig hingestellt hast, kannst du mal es nochmal schicken. Mach ich, ja, habe ich schon, ja. Aha, warte mal, was ist denn da hinten? Beziehungsweise ich gebe da irgendwann mal die Daten und dann kannst du es bei mir auf der Seite hochladen. Auf Google Drive, oder? Ja. Ich kann das gleich hier nach dem Spiel kann ich es dir gleich schicken, kein Thema, ich habe das hier alles eingestellt. Ja, beziehungsweise du mischst doch eigenes Google Drive an. Ja, habe ich, habe Google Drive. Ja, kann man sich das teilen da irgendwo unter Google Drive, oder? Oder wie funktioniert das? Dünnscher erkläre, wie das geht. Okay. Also schau mal, hier liegt was, aber das ist nur... Universe, was meinst du? Muss man haben schon abonniert, Christian? Okay, also aber auch hier sehe ich keine Fackel. Ich sehe hier nirgendwo eine Fackel liegen. Ja. Wahrscheinlich brauchst du für dieses Gitter als Brecheise. Das kann sein, ja. Also das wäre nur Vermutung von mir. Ja. Also aber Gumo an die Deck. Du kannst auf die andere Seite. Ja, da bin ich jetzt gerade dabei, ja. Aber ich war hier schon überall. Wenn ich sag mal so, wenn es aber du alles nochmal gründlich absuche. Was anderes bleibt dann nicht übrig. Nee, andere Chance habe ich keine, nee. Also hier ist nichts. Oh, what the hell.
das hieß, man kann die nicht sehen, oder? Oder man sieht sie schlecht. Oder die Ecke sieht man schlecht. Tom, was meinst du mit YouTube? Moment. Jetzt pass mal auf. Ach so, ja. Ja, auf Universe. Vielen, vielen lieben Dank. Ja, mach das. Da kannst du auch die ganzen Videos nochmal sehen, was wir hier auch alles zocken. Vielen lieben Dank dafür. Ach, schau mal, wo ich jetzt hier gelandet bin. Du vergisst immer die Verzögerung. Ja, das habe ich jetzt mehr zu mir gesagt. Also da ist jetzt irgendwo eine Schräge, aber ich glaube, da ist nichts. Warum bin ich dann hier drin gelandet? Da war ich wahrscheinlich schon. Ich bin kotzen. Und die Pistolen sind meine Fackel, meine brennende. Ja. Sei froh, dass du unendlich Munition mit den Arsch. Ja, das ist auch gut, ja. Also hier, das Skelett kann man nicht ziehen. Manchmal kann man Skelett ziehen, dann liegt was drunter. Ja. Ja. Aber das funktioniert hier nicht. Bei den verschiebbaren Kisten. Ja, das ist aber eigentlich, glaube ich, nur die einzige Stelle, die uns bleibt. Da in der Scheune, meinst du, Tom, oder? Also hier sehe ich keine Fackel. Da müsste ich ja echt blind sein. Okay, aber ich kann hier rüberspringen. Also ich verspreche euch eins, wenn ich dieses Level gespielt habe, werde ich es dann bei Gelegenheit noch einmal spielen. Und zwar dann komplett durch. Also wenn ich das geschafft habe, ja. Ups, ja, jetzt bin ich da reingefallen, alles schlecht. Und zwar dann so als Let's Play, damit ich es auf YouTube habe, weil es kostet mich recht viel, muss ich sagen, weil es nicht einfach ist. Und ja. Wenn ich es geschafft habe, dann ist es eine reine Ego-Sache, dass ich sage, so Leute, schaut euch das an auf YouTube. Wenn ihr das mal spielen wollt, könnt ihr euch gerne hier Hilfe abholen, ne? Weil ja. Es ist nicht einfach, muss man sagen. Und wenn man so ein schwieriges TRL angeht, dann möchte ich das dann auch behalten. Das kann ich jetzt hier nicht mehr rein tun, weil ich das bei Twitch musst du diesen Turbo-Account haben, damit es länger gespeichert wird. Also ist es schon wieder raus, die alten Folgen. Aber ich werde es auf jeden Fall noch einmal zocken, wenn es soweit ist. Damit es auch mal drin ist. Da kannst du auch die Brechstange nehmen. Ja, richtig, genau. Genau, so ist es, weil dann weißt du genau, wo es lang geht. Und das will ich dann wirklich. Aber ich würde dann aber auch nicht zu lang warten, sonst du schon einiges wieder vergessen. Ja, da hast du recht, ja. Ja, wenn man spielt bei Gelegenheit, dann, na, also wenn es fertig ist, dann ein, zwei Tage später kann man sich kurz wieder angehen, ne? Ja. Und dann weiß man ja, wo es lang geht. Dann braucht man nicht so lang wie jetzt, ne? Da hat man da. Das macht man. Das Richtige jetzt, ich weiß nicht, ob ihr es verstehen könnt, aber das ist jetzt Ego-Trip, ja? Also, dass man das für sich tut, weil es halt einem so viel gekostet hat. Könnt ihr das verstehen, was ich meine? So. Vielleicht liegt hier unten am Boden was. Ja, Highlight bleiben immer gespeichert, das ist richtig. Ups, jetzt hat es mich hier wieder rausgehauen. Ja, aber ich meine so das ganze Level, weil das ganze Level an sich recht schwierig ist, ne? Und also sehr unübersichtlich, sagen wir es mal so. Also nicht ja. Für mich zumindest auch ungewöhnlich, muss ich sagen. Es ist das erste Mal, dass ich so ein heftiges TRL spiele. Meistens habe ich immer bei Kaik zugeschaut, wenn er sich da abgemüht hat, ja. Und sich wirklich ja. In solchen Situationen ist, aber es ist nochmal was anderes, wenn man selber spielt. Ja. Ne? Ach Gott, es kann doch nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein. Okay, ich versuche jetzt wieder hoch zu klettern und wieder rüber zu springen, um ins Dorf zu kommen, damit wir wieder an die Scheune gelangen. Ich glaube, das ist auch wirklich so der einzige Anhaltspunkt, den ich jetzt noch habe, weil
Die Brechstange brauchen wir nicht, das können wir vergessen. Das war also höchstwahrscheinlich bloß für, wie heißt es, für das Secret, ja? Also das können wir uns erstmal abschreiben. Ja. Und also bleibt nur noch die Scheune mit diesen Kisten. Okay, und wo bin ich denn jetzt da? Da bin ich lang gelaufen. Okay. Ja, und drüber gesprungen. So. Hier war's, ne? Oder war ich noch ein Stück weiter oben? Okay, und das steht drin, oder wie? Puzzle, oder was? Dann wäre ja mal gespannt. Ich glaube, hier war das auf der Stelle. Nee. Nee, das war falsch. Ich war eins weiter oben. Aber da kommt man. Weil schau mal, darüber kann man auch springen. Auf der Seite. Weil da ist ja auch diese Plattform. Das heißt, ich könnte mal versuchen, von der Stelle auch mal auf die andere Seite zu gehen. Warum nicht? Oder? Versuche es wert. Nee, das. Ja. Aber spring nicht so weit. Hat nichts gebracht. Ah, sorry, ich musste gerade einen Schluck Wasser trinken. Ich denke. Wie kommt man denn da? Ah, von da oben wahrscheinlich. Moment mal, jetzt mache ich mal was anderes. Timed und Changeling sind gut. Der geile schwierige Sprüche und so, Sprünge und so ein Zeug, ja. Das hatten wir auch mal. Das war, welches Level war denn das, das so recht schwer war mit so vielen Sprüngen und sowas? Oh Gott, ich bin wieder hier drin. Nee, raus hier. Da hatte ich doch mal, war das nicht Magic Water, nee, Waters oder wie hieß denn das, Tom? Da hatten wir doch auch mal so ein Level, das so sehr, sehr schwierig war. Und eins, wo ich mal gespielt hatte, das hatte ich mit... Oh, das war auch so ein, ups, so ein TRLE gewesen. Wie hieß denn das? Das war auch recht knifflig, aber bei weitem nicht so wie das hier. Naja, ist jetzt egal. Water of Life, genau, das war auch ein bisschen tricky mit Springen und sowas. Naja, okay. Also wieder nach oben und wieder hochklettern und dann wieder zurück. Ja, genau, das war das mit dem Dino, richtig. Ja, da habe ich ein Highlight davon gemacht, stimmt. Auf Panosmuk, ja. Oder hier auf Twitch, da ist das Highlight drin. Da kann man da... Oh, habe ich mich damals aufgeregt mit diesem Dino. Da muss man reinschauen, Orca. Da bin ich abgegangen, du, das war echt der Hammer. Ja. Also, und hier bin ich noch zu weit unten. Ich muss noch weiter hoch. Und weiter hoch komme ich wieder nur, ja, wie sonst, an diesen Schrägen vorbei. Oder war es nicht? Ja. Also hier wieder runter. Und da bin ich wieder. Und, aber da habe ich doch irgendwo gespeichert. Moment. Yes. Oder war das nicht die Stelle, wo man nochmal hoch kann? Okay, alles klar, Universe, schlaf gut und Dank fürs Einschalten. Auf jeden Fall Dank für die Abos. Hoffe, wir sehen uns öfters.
Hab eine gute Nacht, erhol dich gut. Bis die Tage wieder. Also hier sind wir. Ja, genau. Und dann. Nee, nicht überspringen. So. Hier entlang. Also ich versuche jetzt ganz nach oben zu kommen, denn von da oben kann ich rüberspringen. Ups. Ah ja. Nee, hier war das auch nicht, oder? Oh Gott. Ich weiß gar nicht, wie es lang geht. Ich spiele gerade ein, wo man während eines Time Runs noch eine Fackel anzünden muss und kreuz und quer über Bröckelplatten springen muss. Hänge erstmal fest, ja. Das hört sich auch nicht einfach an, ja. Yo, Universe, schlaf gut. Tschüss, ja. Ja, auf jeden Fall, Uwe wird auf jeden Fall da sein. Wie gesagt, ich muss schauen, ich bin meiner Freundin eingeladen, die hat einen Schrebergarten und liegt bloß am Wetter. Wenn es gut ist, dann fahren wir rüber. Wenn es schlecht ist, dann wahrscheinlich nicht. Aber auf jeden Fall dann zum Nachmittag hin, also zum späten Nachmittag bin ich dann da, wenn wir zu ihr hinfahren. So. Ja. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich verlaufe mich die ganze Zeit. Also, Moment, was ist da vorne? Nee. Irgendwie denke ich, dass du an einer gewissen Sache immer vorbeilaufst. Das Gefühl habe ich auch, aber ich muss ehrlich zugeben, ich... Aber ich weiß nicht wo. Ja eben, genau, ja. Hey, du sprichst mir echt aus der Seele. Genau das gleiche denke ich mir auch die ganze Zeit. Irgendwo... habe ich das Gefühl, laufe ich an was vorbei, ich übersehe irgendwas, aber ich wüsste nicht wo, ich könnte nicht sagen, wo das ist. Ja. Also, jetzt warte mal, jetzt versuche ich mal hier lang zu laufen, also zu hangeln. Bin gespannt, wo ich da rauskomme. Jo, tschüss, Universe. Jo, ciao. Okay, den Hebel hier, den haben wir gezogen. Das hat hier die Platten geöffnet, um einfach vorbeizulaufen. Ja. Jetzt versuche ich mal... Das haben wir ja schon lang gemacht, Gott. Genau, und da, dass hier noch was liegt, was etwas, was ich übersehen habe. Weiter. Ja, Themen, hi. Moment. Das tue ich mir jetzt nicht wieder an. Hier, oder? Ja. Themen, grüß dich, mein Lieber. Hi. Discord? Hm, weiß jetzt nicht, was du meinst. Ich stehe irgendwie bei dem Namen auf dem Schlauch. Sag dir das was auch gar nicht. Hä? Ich weiß gar nicht, was der Dokument meint. Ja. Vielleicht ein Spiel noch oder sowas. Nächste Woche ein paar Tage Urlaub. Ah ja, genau, da bist du dran, Tom. Definitiv. Ohne Wenn und Aber. Warte mal, vielleicht komme ich von hier noch irgendwo hoch. Da ist nichts. Da unten. Ah. Oh.
Ah, okay, so WTS nur kostenlos. Ja, so wie Okay. meiner bestimmt. Ja. Okay, nee, habe ich bis jetzt nicht probiert. Wir hatten bis jetzt hier. Ach, Moment mal, schau mal, da geht's nach oben. Aha. Also wir haben es jetzt hier mit TS. Kenne ich gar nicht, also nie ausprobiert. Schau mal, da geht's hoch. Aber das wird wahrscheinlich auch ein bisschen Geheimnis sein. Bitte lass es eine Fackel sein. Nein, das ist Munition. Kann mir einer bitte sagen, warum ich diese dämliche Fackel nicht finden kann? Ah. Die hast du vorhin, glaube ich, schon von weitem gesehen, die Munition. Ja, das war die, ja, stimmt, mit dem Fernglas. Ja. Was, Tom, ein Headset? Das wäre ja bahnbrechend revolutionär. Tom Stream mit Headset wäre auch nicht mal schlecht, ne? Wäre auch eine Idee. Ja, warum kommt er nicht hier in die TS? Tom, glaube ich, hat kein Headset, wenn ich mich nicht täusche, oder will es nicht. Ah. Dieses tolle Kabellose, hab's doch nicht mal ausprobiert, das Ding. Dann wird's aber Zeit. Ja, eben, meine ich auch. Hanno, du brauchst gar nicht so zu machen. Was Mensch, was das für Überredungskunst war, dich dort dazu zu bringen. Mich oder was? Echt? Kann mich gar nicht mehr dran erinnern. Ja. Jetzt Ja? will ich nichts mehr davon wissen. Spiels. Von TS meinst du, ins TS zu Ja. kommen, oder? Ja. Ja. Echt? War ich das schwierig? Der Daniel aber. Ja. Ja. Vielleicht ist es erstmal so diese mentale Hürde, was man hat, weil es neu ist. Ja, Gell? zuerst mal die Scheu. Die Scheu, genau, ja. Wenn du das mal abgelehnt hast, dann ist alles klar. Stimmt, ja. Ja, dann geht's von alleine, ja. Ja, und wenn alles mal hingerichtet ist und so weiter, Ja, dann richtig, ja. funktioniert das alles. Na, das war echt ein Glücksgriff mit dir. Definitiv, weil das Ganze da alles aufzubauen, das ist ein Server und sowas, ja, da bin ich echt, ja, zu Ding, also. Ja. Mir fehlt die Zeit auch dazu, weiß ich mein. Server. Das ist ein Dokument. Ein TS meine ich, Ja. den TS-Räume einzubauen und sowas. Ja. Da brauchst Zeit dafür und brauchst auch irgendwie die Muße dazu, weißt Ja. du? Und Zeit ist ja so eine Sache bei mir. Und die Muße weiß ich nicht, ob ich die dazu hätte, alles aufzubauen. Noch nicht einmal ich weiß alles, was so gemacht werden muss. Ja, siehst du, gell? Weil mir hat auch jemand geholfen. Ja. Ja, stimmt, hast du gesagt, ja. Oder Ja. man schaut sich halt bei YouTube ein bisschen um, wenn man da nicht weiterkommt. Das hilft meistens auch. Jo. Aber besser wäre, wenn dir jemand helfen kann. Definitiv, ja. Ist Weil immer am besten. das ist wieder was ganz anderes. Dann hast du direkter Ansprechpartner. Genau, das stimmt, ja. Anstatt dann dazustehen Und und. nicht nur, dass bei YouTube die Videos siehst, aber so hast du auch mal jemand, wo du froh kannst, wenn was nicht stimmt. Ja, richtig, genau. Dann kannst du fragen und dann kriegst Ja. du auch eine schnelle Antwort. Ansonsten Ja. musst du dich durch die ganzen Videos kämpfen. Ja, das stimmt. Und das ist mühselig, glaub Aha, mal's. ja, das ist mühselig, das stimmt. Ich habe ja eine Zeit lang so mit Linux, habe ich ja schon mal erzählt, ne? Ja. So Betriebssystemen habe ich da ein bisschen herumprobiert. Und da war es teilweise wirklich so. Da ging es wirklich nur um eine ganz schlichte Sache, ja. Also. Und da musstest du dich, sei es jetzt einfach nur ein bestimmtes Programm zu installieren oder was auch immer, weil Linux ist ja ganz anders, was das Installieren angeht. Du drückst nicht einfach auf Ja. Ausführen, sondern du musst wirklich da auch händisch was eingeben und sowas. Und Ja. da habe ich ja teilweise. Besonders Konsolebefehle und so weiter. Ja, richtig, genau. Und du musst wissen, was du schreibst, ne? Da kannst du nicht einfach drauf Ja. losschreiben. Und
da habe ich manchmal Videos angeklickt, ja, und dann bin ich immer mit dem Switcher hin und her geeiert, um die bestimmte Stelle zu finden, weil du keine Lust hattest, dir das ganze Video, wenn es auch eine halbe Stunde lang ging oder so, erstmal anzuhören. Und das ist mühselig, das stimmt, ja. So, jetzt warte mal. Wie komme ich darüber? Ich versuche von der Seite hinzulaufen. Ups. Jawohl, das hat funktioniert. Und von hier komme ich wieder hoch. Okay. Ja, das ist richtig. Schau, die Wege sind nicht linear. Man kann auch so hochklettern. Man muss nicht unbedingt rüberspringen, um hier anzukommen. So, Gott sei Dank, wir sind wieder auf der anderen Seite. Puh. Dann vergesst nicht zu speichern. Habe ich gerade, ja. Okay. Und jetzt. Und jetzt durchsuche jeder Raum, wo du hier siehst. Mhm. Weil irgendwo muss ich was vergessen. Jeden Raum und jede Ecke, würde ich sagen. Ja. Irgendwo muss diese dämliche Fackel liegen. Und vergesst nicht ab und zu Mono, oben zu googeln. Nach oben? Ja, es könnte nämlich irgendwo Deckluke oder was denn. Ja, natürlich, ja, klar. Also lass uns mal hier reingehen. Hier ist jetzt echt Präzision gefragt. Präzision und Feingefühl. Da sehe ich erstmal nichts. Moment, was ist das hier? Ach so, nee, das ist dieser komische Raum wieder, wo wir waren mit diesem... Nee, da muss ich nicht mehr hin. Aber lieber alles nochmal kontrolliere. Ja, definitiv. Was ist denn das da oben? Moment mal. Kann man da hochklettern? Mal sehen. Ne, das sind nur Schrägen. Hm. Okay, also hier scheint es jetzt erstmal zumindest fürs Erste nichts zu geben. Ja. Jetzt probieren wir es mal hier in der Ecke. Hm. Auch nicht. Dann hier, das ist der Raum, wo wo wir die Maske und diese Sonne eingesetzt haben, diesen goldenen Disk. Ja. Ja, genau. Und jetzt schaue ich mal, ob hier irgendwo was liegt, was ich übersehen habe. Ob hier irgendwo was auf dem Boden ist oder sowas, das ich echt gerade nicht sehe. Das glaube ich nicht. Nicht das, ja, das hier ist aufgefallen. Weil das wäre zufällig, in diesem Raum was zu verstecken. Ich denke, dass es woanders ist. Ja, das stimmt, das wird zu einfach, gell? Ja. Viel zu einfach. Ja, hast du recht. Okay. Leute, eine Minute, ich bin sofort wieder da. Ich mache mal noch kurz einen Schluck Wasser. Bis gleich. Ja.
Pano? Hallo? Dein Bild mit dem Bär ist angegangen. Ich hab schon gemeint, der Spiel wäre abgestürzt. Ja. So. Hallo Leute. Wieder da. Danke fürs Warten. Hoffe, man hört mich und man sieht mich jetzt wieder auf Twitch. Ja. Ja, hören auch, ja? Ja. Okay, super. Danke euch fürs Warten. Das, hier ist schon erst gleich. Jede Verzögerung. Hm? Ja. Mit der Verzögerung, ja, okay. Aber hören tust du es, okay. Jo, jo. Höre du nicht. Okay, super. Alles klar. Ja, das ist der Bär mit der Tastatur zwischen den Beinen. Da hatten wir mal so eine Diskussion, ja. Inwiefern das verstehen, also wie man das verstehen soll oder kann oder tut. Ja. Ich sag immer wieder, liegt bei jedem selbst, was er darunter versteht. Ja. Für mich war das nur einfach ein Bär, der eine Tastatur in der Hand hält oder beziehungsweise irgendwo dazwischen, aber so genau habe ich da nicht aufgepasst. Aha, es kommt immer darauf an, wie man es auslädt. Richtig, so ist es, ja. Und es ist immer so, dass der Sender die Botschaft bestimmt, nicht der Empfänger. Ja, und mir lehre uns das Gere so, wie wir es gebrauchen können gerade. Das ist auch richtig, ja. ach, ja. Zu schwere mir, nicht mir, oder? Ja, so ist es, ja. So, ach, schau mal, genau, hier ist ja noch das eine Rädchen, das wir brauchen. So. Ach, stimmt schon, da war doch noch was zahnradmäßig, gell? Richtig, ja, das war noch dieses Zahnrad. Aber wo man das hinkriegt... Nee, das hab ich mir nicht selber gemalt, nee. Nee, so künstlerisch begabt bin ich dann doch nicht. Überhaupt. Ja. Okay, jetzt warte mal hier. Was war hier? Genau, hier ist der Raum. Okay. Ich gehe jetzt mal in die Scheune rein. Mir fällt jetzt echt nichts mehr ein. Wir sind da schon überall herumgegurkt und rumgeeiert. Und ich finde nichts hier. Ich versteh's denn, wo du noch was leihen könnt. Ja. Irgendwas über Simir. Ja, definitiv. Definitiv. Die Frage ist nur was und wo? Ja. Dieses Zahnrad über Simir auf jeden Fall. Ja, das ist ja wieder so klein, ne? Das könnte überall liegen. Das wäre. Warte mal, das ist Gitter. Ah ne, da kommt man hin, aber auf der anderen Seite, da waren wir auch schon. Das ist hier nichts Wichtiges. Ich versuche jetzt wirklich nur den Boden abzulesen. Ja. Um irgendwas zu finden. Ich hätte eine Berline gemalt. Okay, ja, auch nicht schlecht. Eine Berline.
Kann man die hier schieben? Nee, die lassen sich nicht schieben. Ach ja. Und was auch so spannend ist, man kann auf diese Kisten hier hochklettern. Aber was man jetzt letztlich davon hat, weiß ich nicht. Das ist nicht umsonst. Wenn man hochkrabbeln kann, dann gucken wir, was man damit machen kann noch. Außer hochkrabbeln. Also ich kann da wirklich noch hochkrabbeln, aber in welche Richtung sollte ich denn da springen? Vielleicht an der Seite auf die Kiste? Ja, und dann? Nee, springen kann sie von hier aber auch nicht. Ja. Da ist ja die Decke zu schmal. Ja. Oder schräg springe auf deine Balge. Nee, du hast ja überhaupt nichts. Du bist die Decke zu tief. Ja, genau. Da komme ich nicht weit. Das kann doch nicht sein. Das ist echt ein Rumgesuche hier, Wahnsinn. Wahnsinn. Ja. Moment, vielleicht kann man die Säule hier. Ja, die lässt sich auch nicht bewegen. Hier liegt nichts. Ach je, ja, da sind wir wieder hier an der Stelle, wo auch die zwei Skelette irgendwo sich herumtreiben. Genau, den haben wir hier reingefahren. Reingezogen, sagen wir es lieber so. Der muss auch eins weiter hoch. Hier muss der noch eins hoch. Ja, weil oben drüber diese Köpfe sind. Na, vielleicht geht's dann dort weiter. Versuch es wert. Ich denke, ich muss hier schauen, um einen bestimmten Hebel zu finden, um diese Plattform hier auf- und abzusenken, damit ich ja eben diese Statue in der Hochfang. Ups. Also diese Halbstatuen dann nochmal hochfahren kann, um sie eben an diese Köpfe anzubringen. Ja. Ja, das könnte natürlich auch passieren, Tom. Weil es ist echt sehr, sehr suspekt, das Ganze aufgebaut. Total unübersichtlich. Also ich muss ehrlich zugeben, ich habe immer noch kein Bild im Kopf, das irgendwie eine Linie. Also kein. Ups. Keine so Linie im Kopf, wo man weiß, okay, ich muss noch da lang und da war ja auch noch was. Also ich weiß, es gibt viele Orte, die man jetzt hier so besuchen kann. Aber absolut keine Zusammenhänge. Das. Ja. Na? Das ist echt sehr verwunderlich, muss ich sagen, dessen Level schon so heavy ist. Also das ist. Wir spielen es jetzt, glaube ich, auch um einige Stunden. Und nach einigen Stunden sollte sich zumindest was abzeichnen. Tut es aber. Ja, zumindest mal, um was es geht. Ja, genau. Das tut es aber hier nicht. Wahnsinn. Ich finde hier auch keinen Hebel, ich finde gar nichts, nichts, null. Vielleicht ist der Hebel auch irgendwo. Da waren wir schon überall. Also diese Platte, auf der ich jetzt gerade stehe, seht ihr gleich.
die sollte sich dann irgendwann mal ab- und aufsenken. Und da, also aus Erfahrung, genau die Platte, wo ich jetzt bin, auch aus Erfahrung von anderen Theories, da war es natürlich auch so, dass man eben diese Statue draufgeschoben hat und so konnte man sie, sag ich mal, in die unterschiedlichsten Plattformen verschieben. Ja. Also von der Höhe her. Und hier habe ich keine Anhaltspunkte, nichts. Wahnsinn. Wahnsinn. Ich verstehe nicht, wo der Hebel sein sollte. Ja. Das ist natürlich die andere Frage. Aber hier muss es einen Hebel geben. Es muss was geben, irgendwas muss sein. Ob es jetzt hier ist oder wo auch immer. Ich kann die Kisten auch nicht bewegen. Dass ich sage, da könnte sich vielleicht das verstecken. Ja. Nein, Kisten lassen sich null bewegen. Kann es sein, dass die Blöcke unter die schwebenden Statuen müssen? Ja, genau. Da müssen diese Blöcke hin, also diesen Block, was wir hochgefahren, also rübergezogen haben, die müssen auch unter diese Köpfe. Einmal der eine, der schon oben steht. Und einmal der andere, der noch hier unten ist. Da ist ein Loch zum Reinkrabbeln, aber das war nochmal ein Geheimnis. Beziehungsweise die Schrotflinte nochmal. Ich glaube, die ist etwas verteilt im Level. Und hier zum Beispiel, die kann ich ja auch bewegen. Aber das bringt mir jetzt hier nicht viel, weil der müsste direkt auf dieser Plattform jetzt landen und von da eben nach oben geschoben werden. Mhm. Da stand auch was von einem Hebel 6-mal betätigen. Ich weiß aber nicht in welchem Zusammenhang. 6-mal betätigen einen Hebel. Also ein Hebel gibt es hier reichlich, auch wenn sie jetzt hier im Moment nicht sind. Aber so in diesen ganzen Räumen, da war einiges mit drin. Aber, ja, in welchem Zusammenhang? Das ist natürlich die andere Frage. Ja. Also, wie lange spielen wir denn heute? Ich glaube, wir sind bestimmt so um die 2 Stunden jetzt unterwegs, haben aber bis jetzt keinen wirklichen... Sind eigentlich nur am Suchen. Ja, wir haben keinen Fortschritt gemacht, null. Sieht man das irgendwo, wie lange du schon online bist? Mhm, der Weißbot, der zeigt das alle paar Minuten. Hier mit der Statue kann ich nichts machen. Nö. Wieder hier. Und noch da. Auch hier keine Hebel, keine Wände, nichts. Hey, dass ich oben dranhängen kann, das schließe ich schon mal aus. Bestimmt braucht man. Eine Stunde 43 bin ich jetzt online. Ja, also fast 2 Stunden, wie ich es geschätzt habe. Wir haben null Fortschritt gemacht. Null. Wir sind die ganze Zeit nur am Suchen. Das kann doch nicht sein, oder? Also ich meine... Also es kratzt schon ein bisschen ans Ego, muss ich sagen. Ja. Aber der Trost ist der, dass ich sage, dass das Level an sich, wie gesagt, überhaupt nicht linear ist. Was haben wir gestern nochmal mit Tom, glaube ich, auch mal kurz besprochen, dass es sehr weitläufig ist. Und das, sag ich mal, gibt mir so ein bisschen das Gefühl, dass ich sage, okay, das ist so ein kleines Trostpflaster, ne? Dass es sehr, sehr unübersichtlich ist. Und dass ja die Situation noch ein bisschen rettet ansonsten. Es ist echt... Schau, wir waren jetzt hier in der Scheune drin. Und wir laufen jetzt wieder genauso, raus, wie wir reingelaufen sind. Also da, ohne irgend wirklich was gemacht zu haben. Oh no, ich glaube, jetzt warte mal ganz kurz.
Was? Hier? Moment, kann man da irgendwas bewegen? Wenn man jetzt in den Ausgang raufschaut, warte, seht ihr gleich jetzt. Das sind da oben doch so... Das sieht auch aus, als ob irgendwelche Statuen vielleicht drunter gehören. Oder ob man da irgendwie noch was machen kann. Ja. Also die quadratische Blöcke in der nächsten Mo. Ja, genau. Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich nur so eine Spinnerei ist vom Levelbauer. Hey, das glaube ich nicht. Das hat noch was zu bedeuten. Ja, ne, hätte ich auch gesagt. Aber hier... Bei im kompletten Spiel, wo ich kenne, waren die Blöcke noch nie aufgetaucht. Ja. So viel wie ich im Uwe die letzte Zeit zugeguckt habe, sind die auch nicht aufgetaucht. Okay. Also die müssen irgendwas zu bedeuten haben. Ja, also die hier kann man aber nicht bewegen. Null. Gut, hier den Stein wird sie nicht heben können, das ist klar. Oh no, bitte, jetzt mach mal was, echt, liebe Lara. Das, du brauchst jetzt hier ein Erfolgserlebnis, Lara. Ich glaube, das wird heute nichts mehr. Ich mache auch nicht mehr lang, ich mache noch 10 Minuten, Viertelstunde. Also ich hätte es dann maximal bis 1 Uhr und dann ist ja, gut. Dann ist gut, das stimmt, das wird auch... Weil dann... ja, müssen wir auch noch andere Sachen machen. Richtig, ja. Nee, das hat auch keinen Sinn, jetzt da irgendwie herumzueiern. Deswegen, du darfst das Ganze nicht erzwingen. Ja, wahrscheinlich, wie Tom sagt, ich werde wahrscheinlich nicht drum rumkommen, um mir das Ganze nochmal auf YouTube zumindest einen Teil davon als Hilfe zu holen. Ja. Weil ich laufe jetzt schon seit gestern hier rum. Und ich bin genauso weit gekommen wie heute, wie gestern. Ich gehe nochmal in die Räume rein. Die bist du gestern auch schon ganz oben rumgelaufen und hast gesucht. Ja, und gefunden habe ich nichts. Ja. Aber kennst du das? Diesen Schweinehund, was man hat, wo man sagt, ja, nee, auf man nicht. Ist zu stolz. Ja, genau, so hast du gesagt. Das ist einfach dieser Ego. Ja. Dieses Ego, was man hat und sagt, nein, den Gefallen tue ich dir nicht. Ne? Also nein, ich will keine Hilfe. Ja, 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 das ist ja auch, das ist auch die letzte, schau, da ja. Schaut sie auch wie ein Autofokus drauf. Also da muss ich bestimmt irgendwie ein Feuer entzünden oder so. Da schaut sie genauso Autofokus. Das ist jetzt sowas, was ich noch gar nicht sehe, also... Ja, siehst du gleich, warte. Wenn sie jetzt in diesen Raum reingeht, genau, jetzt siehst du es. Da siehst du, wie sie auf diesen Kamin nochmal... fokussiert ist und da würde ich sagen, braucht sie einfach diese dämliche Fackel. Ja. Die Weiße kann ich nicht zerstören. Also kann diese Fackel gar nicht so weit wegleihen. Ja, richtig, ja. Die muss doch irgendwo ersichtlich sein. Irgendwo muss doch hier eine Fackel sein. Komisch. Hier in der Ecke auch nicht, okay. Dann nochmal in den anderen Raum. Ja. Sind ja noch ein paar Räume. Ja, links davon ist noch der eine hier. Ja, dann hätte man es hier schon eigentlich. Ja. Warte mal, kann man vielleicht... Ja. Ich würde jetzt lachen, wenn man hier was rausbrechen kann. Nee, oder? Nee, aus diesem Fenster, aus diesem Gitter. Nee, aber im anderen Haus war auch so Gitter. Ja, richtig. Vielleicht ist da noch was. Aber in dieses Haus kommst du noch gar nicht rein, oder was? Doch, ich komme in beide rein. Da ist noch, das Gitter ist außen. Die Tür ist von links außen. Also hier ja. In das Fenster komme ich auch nicht. Großer Gott, Wahnsinn. Was hat der sich jetzt hier dabei gedacht, bei dem Level? Warum das so unübersichtlich? Und hier ist genau wieder dieser Autofokus.
Die schaut direkt drauf, also kannst du nicht rein. Ja. Also muss ich irgendwie was machen. Okay, hier ist genauso wenig. Gummo an diesem Kamin, ob die Fackel dort drin lädt. Gott, ich lieg gerade im Feuer. Meinst du wirklich? Ich bin jetzt reingelaufen, hab aber nicht gebrannt. Ja. Jetzt lass mich mal hier kurz speichern. Man weiß ja nicht, manchmal alles möglich, ne? Ja. Dass das Feuer diese Fackel ist, das könnte ich mal noch vorstellen. Dass sie da die Fackel rauszieht, meinst du? Ja. Aus dem Feuer. Bei dem Spiel kann ich mir alles vorstellen, also. Also sie steht jetzt auch mitten im Feuer, brennt aber nicht. Okay. Was ist hier los? Kann sie irgendwas aufheben? Nee, aufheben kann sie nichts. Aber sie brennt auch nicht. Okay. Was zur Hölle geht hier vor? Normalerweise brennt sie, wenn sie ins Feuer lang oder irgendwie zu nah rankommt, geht ihre, ihre Energie aus, aber es passiert nichts. Das muss aber extra eingestellt sein, dass das da ist. Ja, wahrscheinlich schon. Ja. Oder vergessen worden. ich denke eher, dass es vergessen worden ist. Ja, würde ich auch sagen. Weil hat hier nichts, also sie kann hier nichts mitnehmen. Das ist ja nämlich gar nicht so verkehrt, ne? Dass man denkt, okay, sie hebt aus dem Feuer eine Fackel auf, ne? Und benutzt sie dann eben im anderen Raum. Ja. Nee, auch hier ist nichts zu machen. Na gut, liebe Leute, ich glaube, für heute lasse ich es erstmal sein. Kannst du so kaputten Stuhl was aufheben? Nee, das hatte ich auch probiert. Das haben wir schon ganz am Anfang gehabt. Richtig, ja. Da sind wir auch drauf gekommen und dachten, okay, eigentlich könnte man hier was mitnehmen, ne? Ja. Und aber das funktioniert auch nicht. Ja, wir sehen, der Levelbauer will es uns wirklich nicht einfach machen. Na gut, ich sag jetzt mal so, also für heute lasse ich es jetzt mal sein. Ich werde mich ein bisschen schlau machen, was anderes bleibt mir erstmal nicht übrig. Und ja, dann morgen machen wir auf jeden Fall mit Orca, auch wenn du Lust hast, Orca, unser Guardian of Light weiter mit Lara Croft. Hm? Und sobald ich weiß, was hier Sache ist, werde ich das hier auch nochmal zu Ende zocken. Okay, ich sag schon mal auf Twitch, vielen lieben Dank fürs Einschalten und fürs Zuschauen. Schaut morgen wieder bei Gelegenheit vorbei, wenn ihr Zeit und Lust habt. Wie gesagt, da werden wir wieder weiter zocken. Und natürlich auch eine gute Nacht hier an die Leute im Chat. Danke fürs Einschalten, Tom, Themenladen, Christian und natürlich all die anderen, die eingeschaltet haben. Gute Nacht. Danke fürs dabei sein. Jo, und einen schönen Gruß auch an Orca im Chat, im TS. Okay, dann sehen wir uns, wenn ihr Lust habt und wollt, morgen wieder. Bis dahin, ciao, ciao. Ja, ciao.